Hallo, ich bin der Loi und jetzt geht's weiter mit Windcraft. Und ich bin jetzt bei dem Laen. Und ja, keine Ahnung, ob der hier irgendwie Holz hackt, weil da oben ist eine Axt und hier sind überall so Holzstücke liegen hier rum. Naja, mal gucken, was der so zu sagen hat. Hi Adventurer, would you mind helping me for a second? A while ago, before ancient Nemrakt was destroyed, our family used to own quite an interesting book. Unfortunately, a creature stole it from us during the attack that led to the destruction of ancient Nemrakt, and we haven't seen it since. If you are willing to help, bring me one book of the bones. I believe this book is now between the hands of skeletons in an old tower in ancient Nemrakt. See if you can find this tower. One of the skeleton probably has it. Okay. Nochmal ins Questbuch. Das hatte ich ja abgebrochen beim letzten Mal hier. Find the Lost Tower in Ancient Nemrakt. Na, das ist ja super, denn die Gegner dort sind doch einigermaßen stark. Und ja, da steht schon eine ganze Horde. Aber die haben alle nur Schwerter. Das geht ja noch. Weil weiter in die Richtung, das sind dann auch Skelette, die mich abschießen. Und das ist nicht so schön. So, wo könnte der Turm sein? Ja, ich gucke einfach mal. Irgendwo wird es ja hoffentlich ein hohes Gebäude geben. So. Es gibt ja da hinten dieses große Gebäude. Aber ich glaube, dass da ist dann irgendwie ein Dungeon. Weil das sind dann auch Zombies und das könnte der Zombie-Dungeon sein. Okay, die Skelette da, die tanzen irgendwie Ringelreihen. Die dancen da ein bisschen ab. Aber es geht noch. Level 21 und ich bin jetzt auch ein bisschen stärker, seitdem ich Level 26 bin. Na gut. Ja, das da rechts, das ist nur so ein kleines Häuschen. Könnte ich mir aber auch mal anschauen. Ah, die sind jetzt echt zum Machen, hier die Skelette. Das hatte ich ja irgendwie ein bisschen schwieriger in Erinnerung. Ah, machen wir den mal so. Trotzdem bin ich noch sehr vorsichtig. Okay, da sind viele. Und jetzt spawnt natürlich hinter mir auch wieder. Hallo? Oh, immer dieser Angriff, der dann nicht funktioniert. Ich schleich mich mal hier an dem Baum vorbei. Ich denke, da dürfte ich nicht. Ja, jetzt habe ich, glaube ich, keinen gepult. Da vorne ist nur einer. Gehe ich mal schnell zu dem hier. Boah, jetzt hat es total geleckt und. Okay, Healing 1 mache ich mal. So. Oh, ich habe hier ganz schön gute Tränke im Lauf der Zeit angesammelt.
Da oben ist eine Kiste, die möchte ich mir gerne mal holen. Vielleicht ist da irgendwie mal eine coole Waffe drin oder so. Okay, das Skelett guckt zwar, aber... Ah, doch, jetzt kommt er. Habe ich den jetzt gewone-hitted? Boah. Akzeptiere ich natürlich gerne. Gibt es hier irgendwie einen normalen Eingang? Ah, da drüben wahrscheinlich. Oder auch nicht. Aber ich will da hoch. Ich will zu dieser Kiste. Weil ich weiß ja mittlerweile, dass es in Kisten die richtig coolen Sachen gibt. Aber wie komme ich da hoch? Ich meine hier. Aber vielleicht mit meinem Charge. Ah, es ist eventuell zu machen. Ich muss es mal noch ein paar Mal ausprobieren. Ja, ich hab's geschafft. Und hatte jetzt gerade schon wieder Angst, dass ich drüber hüpfe und dann wieder runterfalle. Okay, Blade of Wisdom. Nehme ich mal mit, aber ich habe halt schon 12 bis 19, 13 bis 16. Ja, da hatte ich echt hier ein ziemlich cooles Item. Mit diesem Multix Old Spear. Blade of Wisdom. Naja, da muss ich dann wohl noch länger gucken, ob ich mal eine neue Waffe bekomme. So, da renne ich einfach mal weg. Ist das da hinten vielleicht der Turm, den ich brauche? Oh, jetzt kommen sie alle. Niffler Forest, Ancient Nimrakt. So, wie viel kommen jetzt? Ach du Scheiße. Ich guck mal, ob die... Ja, die kommen auch über die Brücke. Aber da bleiben sie stehen. Ach nee, der bleibt da in dem Spinnennetz hängen. Ah, das kann ich natürlich zu meinem Vorteil ausnutzen. So. Aber das da hinten, das ist ein normales Haus. Das ist nicht... Das ist kein Turm. So. Da hinten könnte vielleicht ein Turm sein. Also ich denke, das hier... Das müsste auf der Karte der Zombie-Dungeon sein. Und da sind ganz viele Gegner da hinten. Das sind auch, ja, das sind Zombies. Vielleicht ist das da der Turm. Also ich kann mal hier hingucken, aber das hier wird nur einfach so ein Haus sein. Ich glaube, hier war ich auch noch nie. Ach ja. Kann es sein, dass ich mich hier da reingeglitscht hatte? War das dieses Gebäude? Bin ich mir jetzt nicht mehr sicher, aber wäre gut möglich. Naja, dann gehe ich da lieber mal nicht rein, sondern... Aber wenn hier nur Zombies sind, weil der hat ja gesagt, das Buch, das hat dann ein Skelett... Wenn ich hier nur Zombies finde, dann finde ich ja auch nicht das Buch. Naja, ich probiere mal mein Glück.
habe, wie komme ich da hoch? Sieht mir jetzt noch nicht so danach aus. Huch. Den wollte ich gar nicht machen. Sondern den hier. Und den hier mache ich sicherheitshalber auch mal weg. Okay. Ja, ich habe keine Ahnung, wo dieser Turm ist. Ich meine, das hier sieht schon so ein bisschen turmähnlich aus. Da hinten, da geht's ja dann wieder raus. Aus Ancient Nemrakt. Ja, da ist dieser Fluss. Naja, da muss ich mich hier wohl ein bisschen umsehen. Ob ich hier irgendwo mal einen Aufstieg finde oder so. Aber hier sind auch nur Zombies und keine Skelette. Vielleicht ist es doch auf der anderen Seite von dem Dungeon. Okay, hier sind Skelette. Und zwar nicht so wenige. Okay, der hat sich jetzt da reingebackt. Huch. Und die schießen mit Pfeilen. Das kann mir nicht gefallen. Da gehe ich mal lieber ein bisschen weg. Aber ich laufe jetzt hier immer weiter in Monster rein. Aber vor diesen Skeletten, die mit Pfeil und Bogen schießen, da habe ich jetzt echt richtig Respekt. Oh, jetzt. Das ist immer super, wenn dann der Angriff nicht funktioniert. Und irgendwie spawnt hier auch immer wieder was nach. Ich gehe mal ein bisschen weg. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es hier oben ist. Weil das ist ja echt der. Das ist doch dann schon der Komplex von dem. Dungeon. Und da bin ich wahrscheinlich noch viel zu schwach vom Level her. Ah, da oben ist eine Kiste, aber die interessiert mich jetzt gerade mal überhaupt nicht. Hier ist auch eine Kiste. Oh. Das war doch mal eine coole Sache. Ja, da ist der Zombie-Dungeon, Level 27. Da geht man dann einfach darunter. Aber das ist noch viel zu schwer für mich. Ich weiß nicht, ob ich auf dieses Ding oben drauf kann. Na, ich sehe hier aber nichts. Jedenfalls muss ich jetzt ein bisschen aufpassen, sonst überlebe ich das nicht. Okay. Ich glaube, den Speer, den ich gefunden hatte, der war. Ja, Level 28, da muss ich noch ein bisschen warten, aber 20 bis 22, das sieht doch schon mal ziemlich gut aus. Ah, und jetzt kommen hier die Skelette. Okay, wo finde ich hier einen Turm? Oh oh. Das werde ich nicht überleben. Na,
schaffe ich das noch? Okay. Ich wollte ja eigentlich hier hoch. Alter, jetzt kommen sie alle. Aber ich habe immer noch keinen Turm gefunden. Also das könnte sich noch ein bisschen hinziehen. Und hier ist Merloni. Ah, das gibt's ja gar nicht. Das ist der NPC, den ich da in der Aufnahme, die da nichts geworden ist, die ganze Zeit gesucht habe. Ja, aber das ist ja auch mal nicht so schlecht. Was zum Geier geht denn hier ab? Ist das irgendwie so ein... Alter. Ein riesiger Krater. Da wird irgendwie, ja, da wird irgendwas abgebaut. Okay. Naja, vielleicht hat das ja hier mit Meloni zu tun. Dann... Moment. Dann hole ich mir jetzt hier diese Quest auch gleich mal ab. Greetings. I wasn't expecting anyone to come here. Ja, ich bin jetzt auch überrascht, dass ich hier bin. I assume you don't know the tale of this pit. This is where they buried the corpses of the poor miners who discovered what is now named the Nethergate. Those that had not already died had to be executed due to the insanity brought on from the corruption. Ah, da ist doch schon wieder die Corruption. Their spirits still haunt this grave and infect the minds of people who disturb them. It isn't pretty. However, I heard rumors of those who were able to bathe. Keine Ahnung, was das heißt. In their waters and be accepted by them. To show no fear of the dead is to be admired. Maybe this shrine that I keep hearing about has something to do with it. It's apparently hidden deep into this hole. I have great respect for those who can conquer death and befriend the dead. If you succeed, I will give you something you might be interested in. Hmm. Okay, das heißt, ich habe es jetzt immer noch nicht so ganz verstanden. Aber die Spirits, die wollen sozusagen, dass man sich da rein wagt. Moment, ich mache gerade mal das Ding hier weg, denn die Missions, die mache ich nicht. Hm. Ja gut, also den Turm, da bin ich mir immer noch unsicher, wo der zu finden ist. Deswegen gehe ich jetzt einfach mal hier hinunter in das große Loch. Okay, der war Level 19, der da unten ist Level 25. Okay, zum Glück. Ah, so treffe ich den nicht. Das ist doof, ich brauche gerade mal wieder ein bisschen... Okay... Das war ganz schön knapp. Ich muss mir mal wieder Heiltränke unten reinlegen ins Inventar. Aber viele habe ich nicht mehr. Dann schnell weiter, damit er mir nicht hier nochmal spawnt. Okay. Da ist ein Heiltrank. Ach, die kommen von da unten raus. Und ich bin tot. Der hat mich jetzt irgendwie mit 3 Schlägen getötet. Ich bin in Deadlass gespawnt. Warum? Na, wahrscheinlich,
weil ich jetzt näher an Detlas dran war als an Nemragd? Oh Mann, ey. Ich guck gerade mal, was diese Quest eigentlich für ein Find the Lost Tower, Explore the Pit and Find the Shrine. Level 23, jo. Eigentlich müsste die ja leichter sein als die andere Quest. Ich frage mich, ob ich das finde, wenn ich einfach hier so querfeldein laufe. Ich muss ja irgendwie über den Fluss rüber. Okay. Ah, und dann muss ich echt ein bisschen vorsichtiger vorgehen. Das ist eine Mühle. Ah, hier ist es. Ja, das ist echt nicht so weit weg von Detlas. Na dann, auf ein neues. Oh, jetzt stehen die da oben auch rum. Die fallen mir dann wahrscheinlich irgendwie auf den Kopf. Okay, aber da ist noch nichts gespawnt. Aber da sind sie dann alle auf einmal. Kann ich eigentlich so? Oh, was macht der denn jetzt? Nee, der kann nur nach vorne diesen Angriff machen. Das ist schade. Oh, der hat mich voll runtergeworfen. Das ist natürlich gefährlich. Okay. Aber da unten ist ja auch wieder einer. Die kommen dann irgendwie durch so ein Loch. Oh, und mein Angriff, der spinnt schon wieder rum. Okay, er kommt noch nicht rauf. Gut. Bis jetzt läuft es noch ganz gut. Oh, und jetzt fallen die von da oben runter. Das ist doch... Okay. Ach, das ist ein Knochen, der mich angreift. Ich hoffe mal, ich bin hier zumindest vorübergehend geschützt. Okay, dann ist das hier so ein kleiner Safe-Spot vielleicht. Aber da unten sind noch mehr. Kriege ich den so? Stirb. Na gut, ist ja schon tot. Okay. Die waren da unten. Und das ist... Die beschießen mich und sind ganz schön aggressiv. Und ich gehe mal lieber wieder weg. Oh Mann. Das gibt's doch nicht. Das sind jetzt... Oh, jetzt sind von oben welche auf mich draufgefallen. Ich befürchte, die Quest ist auch noch zu schwer für mich. Das gibt's doch gar nicht. Ich muss echt noch viel mehr hochleveln.